So, hallo und alle zur nächsten Folge. Varuf hier mit Cast. Hi. Hallo. Wir leben noch und wir joinen in 3, 2, 1, jetzt. Da sind wir wieder drauf. Oh. Invalid Session. Was? Ich muss nur Minecraft neu starten. Ripspark. Komm rum, Mann. Alleine in Varo. Jetzt ist GG. Alter. Ich weiß ja, wenn jetzt jemand joint, dann komme ich nicht hinterher, ne? Ja, komm rum, Mann. What did you do? Nur wegen der Session ist ausgelaufen. So. Da bin ich, hallo. Okay, hi. Hi. Oh, gib mir nicht so einen Schreck. Gib mir nicht so einen Schreck. Wir haben überlegt, okay, eventuell eine kleine Trap zu bauen heute, weil sich irgendwie gerade nichts so ereignet. Und so ein bisschen in der Nähe von der Team-Zickzack-Kiste kann man ja ruhig mal eine Falle bauen. Ich weiß gar nicht, ob die ihre Kiste am Spawner, aber ich denke schon, oder? Ja, ich habe sie gesehen. Oh, nice. Dann führe mich mal dorthin. Ja, oh, das macht Kühe. Warte, darf ich die grillen? Weil ich habe nämlich Steaks, da kann ich stacken. Ja. Die sind auch neu gespawnt. Also Tiere spawnen hier echt richtig viele, ne? Ja, weil halt hier Weidefläche und kommt es zusammen. Ich habe wieder ein Stack Steaks. Komplett Stack gebratene Steaks. Darfst du gerne erinnern. Hier vorne ist die Zickzack-Kiste da oben, die schwebt da in der Luft. Und was nicht erlaubt ist, dass man so direkt was dran machen darf. Da hinten ist auch noch ein Schwein. Genau. Was nicht erlaubt ist, dass man wirklich direkt was dran machen darf, aber so ein bisschen in der Nähe vielleicht oder so. Was sind hier, wo ich jetzt stehe? Meinst du, was geht? Also das ist deren Kiste? Ja, ja, hier zickzack. Das ist so ein bisschen weiter weg, oder? Ich meine, das ist halt ziemlich auffällig, wenn hier jetzt gleich ein Gravel oder sowas ist. Vor deren Kiste. Ja. Ja, aber je weiter man wechselt, umso unwahrscheinlich ist halt, dass sie drüber laufen. Ne? Das stimmt. Ich würde hier so machen, so 2x2. So? Genau. Ja, genau so. Okay. Kannst du dann, ich guck mal, ob ich Rosen finde. Ich gucke, ob ich Blumen finde. Also die großen blauen und die großen Rosen gehen. Ja. Sekunde, ich muss ein bisschen. Ich hole mal die Axt aus einem Inventar raus. Geantwortet durch mal raus. Ja, aber das Glück. Durch mal raus. So, Strings habe ich 29 noch da, das ist ganz gut. Und ich laufe mal ein bisschen rum und gucke, ob ich es finde. Jo. Und ich join jetzt keine Nachweisung gesplittet, das mag ich nicht. Ich mag das gar nicht. Ich gehe mal dahin, wo wir. Zu der Moor-Kiste. Vielleicht oben den Wäldern. Vielleicht gibt es da was im Sinne von Blumen. Ich kann da super schnell abbauen mit der Efficiency Pickaxe. Gut, unser Loot-System können wir jetzt nicht unbedingt bauen. Was wollen wir dann machen? Den Loot verbrennen? Wäre eigentlich am besten, ne? Ja, also was wir wirklich nicht brauchen, was wir nicht verwenden können, verbrennen. Hätte ich gesagt. Oder halt einfach irgendwie eingraben, denn die Spawns und keiner weiß, wo es liegt. Oh Leute, hier ist eine riesige Spalte. Ich hab Pilze gefunden. Sehr gut. Genug. Ich wusste nämlich, ich glaube hier hinten waren welche, deswegen. Ich dachte, da wäre was gewesen. Spark wieder mit einem Super Brain, ey. Ja. So, ich mach jetzt mal hier. It's dark, vielleicht kriegen wir noch eine Enderperle. Mhm. So, gucken wir mal, ob das klappt. So, dann gerade, also wir brauchen mindestens 40 Blöcke oder so. Mindestens. Ja, ich denke, dass. Also pass auf, dass du jetzt selbst nicht reinfällst, bitte. Also. Ich weiß noch, wo sie war. Ich meine, vielleicht auch so ein simples Fallrauch. Fallloch. Reicht ja vielleicht auch schon. Fallrauch. Okay. Das wäre nicht runterfallen. Ich mache einen MLG. Das würdest du gern sehen. Habe ich in unserer Aufnahme heute einmal gemacht, als ich vom Berg runtergesprungen bin. Nice. MLG. So. Du kannst dann noch einen weiteren Block nehmen oder so. An einem weiteren Block kann man sich auch noch runtergraben und dann. Ah, okay, du bist schon ziemlich weit unten. Okay, okay. Das reicht, oder? Hast du noch Gravel überhaupt dabei? Ja, habe ich. Okay, gut. Dann baue ich mal hier oben ein kleines Treppchen. Oh, was scheiße, wenn mich jetzt ein Skelett runterschießt, gell?
Wäre ein bisschen kacke, ja. Das wäre ziemlich räudig. Okay, an sich sollte das hier unten schon reichen. Ja. So, wir haben jetzt halt kein Lohnsystem. Ich meine, man hätte es so machen können, dass wir, das war auch geplant, dass wir praktisch Hopper machen, die das Ganze in unsere Teamkiste leiten. Hier andererseits, wir können die oben ja nicht zubauen, wenn der Gravel schwebt, weil wir müssen zuerst die Blumen erst komplett zubauen und dann irgendwie von unten ran den Gravel entfernen, weil sonst sieht man ja das. Oder sonst fällt er wieder runter wegen Block-Update, wenn wir einen Block daneben setzen. If you know what I mean. Wie meinst du zubauen? Ach lol, oh, sorry. Apropos Gravel ist gerade auf mich runtergefallen. Hier, ich habe oben schon mal Erde gesetzt, noch die Blumen, du musst nur Gravel drauf platzieren. Und wieder rauskommen. Ja, ich bin gerade schon fast da. Ich glaube, mich gerade hier unter dir. So, da bin ich. Hallo. Hi, komm mal raus. Hast du noch Erde? Ja, braucht man nicht. Achso, für da drüben, ja, hab ich. Nee, hier. Der Kurbel ist. Ja, hab ich. So, dann setz mal. Warte, wir müssen. Dann mach ich schon mal Erde um außenrum. Wir müssen, um hier müssen wir auch dran setzen, ne? Pass auf, so jetzt einmal runtergehen. Blumen abbauen. Blumen habe ich abgebaut. Und die Erde. Erde ist ebenfalls abgebaut. Sehr gut. So, und jetzt sollten wir. Nein. Hast du da schon Strings drauf platziert? Nein. Müssen wir davor machen. Also setz das nochmal hin. Achso, okay, gut, ja. Habe ich nicht dran gedacht, sorry. Nein, ich auch nicht. So, Dings liegt. Hast du Strings dabei, also ich? Nee, ich habe keine, musst du machen. Dann setze ich welche. Sehr gut. Fertig? Ja, oh, das sieht man echt überhaupt nicht. Vorsicht. Nee, eben. Also, du sammel musst schon. Sammel die Blume aber nochmal ein. Oder werfen wir die dazu. Ja. Man muss schon wirklich drüber gehen mit der Maus, damit man die Mini-Box davon sieht. Okay. Ja, so, jetzt kann ich mit Erde auch wieder zubauen gerne. Hier schon mal irgendwo anders sind auch nochmal eine. Ja, noch. Achso, genau. Ja, wie viel Zeit haben wir denn? 7 Minuten, ey. Wir schaffen noch eine zweite. Leute, guck mal, was hier für eine Falle war, Mann. Weil unten, warum ist ein Crafting-Table da unten? So eine Frage. Einfach weil damit jemand, wenn er Rechtsklick macht oder so, für MLG auf ein Crafting-Table klickt. Ja, sowas habe ich jetzt auch gemacht gerade. Ja, mit Trapdoors. Mit Trapdoors, ja. Ja, dann lass da oben irgendwie nochmal. Oder hier, darf man auch nicht hier in der Mitte, hier so irgendwo zwischen den Steinen, hier vielleicht, hier, so. Ja, darf man schon. Sollen wir es da machen? Ja, lass hier machen, das ist so eine schöne Stelle vielleicht. Weißt du, da kann jemand, wenn er hier ist und nach oben guckt und läuft einen Schritt zurück, dann tappt er voll rein. Ja. Okay, dann setze ich die hier oben wieder die Erde hin. Jetzt aber schnell, weil wir haben nur noch 7 Minuten. Ja, wird immer was anderes kommen außer Erde. Dann würde das auch schneller gehen. Ja, denk auch dran, dass du nicht auf dem Block baust, wo du stehst, ne? Nee. Ich war nur gerade selbst irritiert, weil der Sand war. Okay. Die Fallenmeister. Ja, ich guck, dass hier oben keine Mobs sind und sie irgendwie abschießen oder sonst irgendwas. Kill auch nochmal ein Schwein weg oder so oder noch eine Spinne hier hinten. Auf was für eine Höhe bist du gerade? Ich bin gerade auf der Höhe 66 oder 65 ist mal da, wo man runterfällt. Okay. 65. Oh, nicht. Darfst du schon ein Stückchen runtergehen, du? Ja. So, das wäre jetzt normale Fallhöhe eigentlich. Ja, und wir dürfen auch nicht in unsere eigene Falle aus Versehen mal reintappen. Ja, und das wäre arg. Apropos eigene Falle, hier geht's einfach runter gerade. Weil in die Höhle ist. Hier sind noch super viele Kühe oben. Ich schnetzel die einfach mal mit weg. Mhm. Das sind die Skelette. Aber hey, für zwei Fallen ist schon echt produktiv. Was man sieht eigentlich, wenn ein Creeper explodiert und dabei eine Kiste zerstört. Von jemand anderem, der Teamkiste. Puh, das ist eine gute Frage. Weil da steht einer direkt neben der Kiste. Na, aber ich glaube, aber man darf es aber nicht mutwillig provozieren, denke ich. Gab es, glaube ich, auch mal in einem Varo-Teil, wenn man einen Strike für bekommt. Na gut, mache ich halt. Okay. Ich bin jetzt gleich auf 20. Ich denke, das würde locker reichen. Ja, okay.
dann einfach nur noch rausgraben. Du kannst, hättest einfach 5 runtergraben können, nicht nur 4, weißt du? Dann kannst du dich mit einem nur einfach hochstecken, ohne dass du nochmal abbauen musst. Das stimmt. warte, ich muss ja nochmal kurz Trapdoors setzen unten. Ja, ja, ich halte hier auch nicht Stellung. Guck, dass keine Mobs kommen und wir genug Ruhe arbeiten können. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Enderman, der irgendwo rumschimmelt. So, okay. Die Falle wird damit auch aktiv. Also kann man echt übersehen, wenn man nicht aufpasst, gell? Ganz ehrlich. Was dann auch cool wäre irgendwie, ist, wenn man so ein bisschen tarnt, also den Gravelflag ein bisschen größer, mal unsymmetrisch, nicht so 4x4, ne? Ja, das sag ich mir auch. Wird halt schon viel helfen bestimmt. Dass halt einfach natürlich aussieht und dich... Richtig. Also wenn da den Gravel platziert. Das ist eine super Standardfalle, aber kann halt schon effektiv sein. Ja. Selbst normale Löcher ohne den Gravel können super effektiv sein. Auf dem Weg nach oben schon? Hm? Schon auf dem Weg nach oben? Mhm. Naja. Immer so lang, glaube ich. Gut. Hallo, kommt wieder Sand runtergesegelt, ey. Ja, kriegen wir ihn, denke ich. So, dann Gravel, Dings, Dings. Wo ist noch was kleiner? Ja. Yep, sehr gut. Jetzt haben wir den Gravel drauf. Mhm. Habe ich die Strings drauf? Ich mach da auch mal mit Gravel dazu. Ups, da wollte ich nicht hin. So. Und von hinten dann abbauen. Aber warte kurz, hier oben muss nochmal Erde hin, glaube ich. Oder, ja. Warte. Hier sind noch so Holz. Wir gucken mal, dass Gras wieder drüber wächst. Dann mache ich. Stopp, noch nicht abbauen. Hast du schon? Nee, warte. Ich mache hier auch noch einen Gravel hin. Kommst du einen Gravel setzen? Oder? Ich habe kein Gravel im Metall, leider. Okay. Hast du die String schon drauf? Ja. Strings sind drauf? Ja. Ich habe sogar auf ein paar mehrere gesetzt, auch die, die... Ne- Hä? Wo ist denn runtergefallen? Ich stand hier oben daneben, aber ich bin nicht draufgetreten. Egal, probieren wir es nochmal. Ich soll mal probieren. Und? Wird doch irgendwas im Block-Update ausgelöst? Ah, ich habe auf dem String daneben, habe ich auch noch, auf dem Block daneben habe ich auch noch einen String gesetzt. Das, wenn... Okay. Soll nur wirklich direkt drauf oder auch schon ein Block daneben? Es kann auch ein Block daneben, aber jetzt sind die Blumen schon wieder weg. Warte, ich setze nochmal neu hin. Dann machen wir mal den kompletten Gravel voll mit Strings. Okay. Hast du? Warte, Sekunde. Kompletten Gravel mit Strings voll. Ready? Ja, jetzt ist okay, komplett mit Strings voll. Alles mit Strings voll. Gut, dann ist die Falle auch aktiv. Gut, raus und mit Erde zu machen wieder. Gut. Yep. Ja, da würde ich sagen, 2 Fallen aufgestellt. Und jetzt nicht mehr selbst reinlaufen. Ja, müssen nur aufpassen, dass keiner bei uns in der Nähe macht von der Kiste, weil jetzt wissen die Leute, wo die ist. Wir sind ne? Ja, sei denn du denkst, von Koordinaten zu zensieren oder so. Ich habe nur am Spawn geguckt, bei unserer Kiste habe ich nicht geguckt. Ja, das ist das letzte Mal, habe ich die immer zensiert. Jetzt auch einen Kommentar. Warum zensierte Koordinaten 100 Blöcke weit weg vom Spawn? Weil unsere Kiste da steht und man das Leuten nicht einfacher machen will, die zu finden. Ja. Ich muss echt dran denken, dass ich nicht in meine eigene Falle da irgendwann reinfalle. Wäre doof. Ja. Dann lass mal so ein bisschen außerhalb vom Spawn, aber trotzdem ausbauen. Vielleicht irgendwo hinten in den Bergen oder so. Ja. Und nicht immer direkt am Spawn, das ist echt nicht gut. Lass die letzte Minute noch nutzen, ein bisschen weglaufen. Ich gucke gerade noch nach Tieren, weil heute immer noch 4 Level, dann Prod wäre halt schon extrem geil. Ja, ich habe gerade auch wie Level 10 unter anderem. Ja. Ich lasse mal die Schafe und so. Geh mit leider kaum XP. Bum, bum, bum. Oh, Depth Strider, das ist cool. Man läuft nicht komplett wie ohne Wasser, aber trotzdem viel schneller. Okay. Hat man auch gemerkt. Ich werde schon gleich gekickt. Lass uns trotzdem mal nebeneinander auslocken. Bling. Haben wir noch ein Chicken auf der Seite.
Irgendwo hier oder so. Mein Level einfach überhaupt nicht. Komm hier in der Senke. Hier habe ich mich einfach. Ich werde da ein bisschen vor dir gekickt, aber. Ich guck noch, ob ich hier Level finde. Mobs. Okay, dann mach's gut. Tschüss, ich stehe vorne. Ja. Okay, da kann ich auch hin. Das weg, Wolle weg, Rabbit Hide. Gold und brauchen wir auch nicht mehr. Schaufel. Das sieht gut aus. Wenn wir das theoretisch so durchziehen würden, könnten wir in 5 Folgen 10 Fallen stellen. Ja, yep, das stimmt. Das wäre ja böse. Okay. Ja gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielleicht geht's demnächst wieder ab. Bis dann, das Krachen. Ciao.